Hallo liebe Leute und das sind wir zurück bei Earthseed. In der letzten Folge hatten wir zum Glück endlich die Schildkapsel bekommen und die bauen wir uns jetzt direkt ein. Wo müssen die eigentlich rein? Ist das egal, wo die reinkommt? Hier drüben neben die Raketen. Aber die Raketen sind eh ein bisschen sinnlos. Machen wir dort die Schildkapsel rein. Haben wir eine Schildkapsel und eine Zielkapsel. Geben wir denen auch eine Schild... Ah, ich habe nur noch eine Schildkapsel. Müssen wir warten, bis wir neue gebaut haben. Kann ich dem auch sagen, dass der welche bauen soll? Irgendwo. Ach, hier Bau. Ach, hier ist schon eine Bauklammer, ein paar mehr hier. Wie kann ich denn das erhöhen? Geht gar nicht. Na gut, dann halt nicht. Wir gucken mal ins nächste Level rein. Our intel section believes the Cybrids are positioning forces for an attack. Destroy their assault force before it can be launched. Wird gemacht, Chef. Die Zybriden ziehen offenbar Einheiten für einen Angriff in diesem Sektor zusammen. Sie haben Befehl, ihr Einsatzgebiet zu patrouillieren und so viele Zybriden wie möglich zu zerstören. Ja, mit der Schildkapsel hoffentlich kein Problem und ab geht es. So, Feuer frei. Systeme aktiviert, alle Systeme nominal. Roger that. Preparing to open fire. Mit der Schildkapsel fühle ich mich gleich sicherer, nicht? Na, dann will mal gucken, wie sich's auswirkt. Ach, warum wollte ich jetzt schon quitten? Ich wollte auf die Karte. Ja, wir müssen einfach hier ein bisschen im Kreis rumrennen. Roger, radar activated. Standing by. Roger. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, aktiver Radarmodus. Ich glaube, das ist irgendwie ein Unterschied. Dass man irgendwie mehr Gegner direkt sieht oder sowas und auch selber gesehen werden kann. Aber so genau. Dann gibt es sogar Zoom. Aber so genau, ich bleib lieber mal im passiven Modus, wenn die Gegner überrascht. Also ich glaube, irgendwas mit passiv-aktiv hängt dann damit ab, ob man vom Gegner selber gesehen wird oder nicht. Automatische Zielverfolgung aktiviert. So. Was kommt eigentlich nach diesem Sektor? Ich glaube, da kommt dann, glaube ich, direkt dieses... Ich glaube, da kommt dann direkt hier dieses Schnee, Schnee hier Dings. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist der Schneesektor, würde ich behaupten. Und danach gibt es dann auch den Mondsektor. Also noch zwei Sektoren, würde ich jetzt mal denken. Genau, weiß ich nicht. Oder kommt hier nach Omikron, nach diesem Lava-Ding hier, wo wir gerade sind, was so lavamäßig aussieht. Kommt da noch irgendein anderes? Ich gehe lieber auf den hier unten. Oh, 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 oh. Wegmarkierung erreicht. Komm schon. Schutzschild kritisch. Feindliches Ziel. Los, 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 muss die andere Sau. Naja, Schildkapsel scheint es nicht so zu bringen. Ausgefallen, ausgefallen. Was ist denn jetzt ausgefallen? Schildkapsel ist ausgefallen. Na, so ein Scheiß. So, ihr geht dann mal bitte dort auf diese Gegner, die ihr dort gerade gesehen habt. Ich werde mich mal ein bisschen zurückziehen. Naja, Schildkapsel ist wohl doch nicht so. Was ist denn bei mir jetzt ausgefallen? Beide Plasma haben wir noch. Laser haben wir noch. Also die Zielkapsel und die die Schildkapsel und dann dort oben noch diese ein elektromagnetischer Flux oder wie das heißt, dieses ELF ist dann noch ausgefallen. Hoffentlich schaffen wir das damit noch ins Ziel. Aber jetzt ist Schild wieder alles in Ordnung. Status von unserem
Herok ist natürlich komplett im Arsch jetzt. Aber damit müssen wir jetzt versuchen, die Mission Rücken zu beenden. Wegmarkierung erreicht. Weil jetzt geht's auf die vorletzte, auf den vorletzten Wegpunkt und ja, mal gucken. Wenn jetzt noch ein paar kommen, dann wird's. Na gut, Schild ist wieder da. Plasmakanone haben wir mit die wichtigste Waffe eigentlich. Laser haben wir. Maschinengewehr. Jetzt geht's mal ganz langsam und gemächlich hier. Oh, was? Warum hat denn der nie getroffen? Oh. Warum hatten die Plasma-Kanone da jetzt nicht getroffen? Nee, Moment. Das war aber jetzt wirklich knapp. Zum Glück haben wir den dort schon gesehen, andeutungsweise. Der war auf der Karte gar nicht erschienen. Und die Plasma-Kanone ist dort so ganz knapp vorbeigeschrammt. Das ist natürlich Wegmarkierung erreicht. Ärgerlich, aber wir konnten ja natürlich trotzdem noch mit unserem Teilchen, nee, mit unserem Flux immobilisieren, bevor er uns gefährlich geworden wäre. So, es kommen schon gleich noch ein, zwei Gate und dann ist die Mission beendet. Das ist auch so eine Mission, die man eigentlich mit dem Razor-Flugzeug einigermaßen bestimmt auch hinkriegen kann. Einfach mal so anfliegen, zack, abschießen. Ist bestimmt sicherer als hier mit so einem Herc hier durch diese gebirgsartige Stelle. So, Wegmarkierung erreicht. Hoffentlich war es das jetzt. Einsatz erfolgreich. Sehr gut. Und Rückzug. Haben wir es doch noch überlebt hier. Excellent op, Soldier. I wish we had more pilots like you. Ja, danke, danke. Nee, Moment, wir gehen jetzt erstmal hier. Jetzt müssen wir erstmal wieder nachrüsten, weil wir haben ja hier verloren Gegenstände. Kann ich zwei Schildkapseln einbauen? Habe ich dann doppelt? Doppeltes Schild? Ist das jemand? Baue ich mir doch mal so einen scheiß Raketenwerfer noch dann die Zielkapsel, die ist doch eigentlich sinnlos, oder? Obwohl verbessert Reichweite, das ist vielleicht dann doch nicht so schlimm, hier so schlecht, dann hier drüben wieder so ein Flux. Achso, Flux 1 ist das, dann bauen wir hier den auch hin. Weil ich finde, größere Reichweite ist besser als ansonsten ist alles drin, die anderen Gegner haben. Oh, unsere Ogre sind fertig. Da hätte ich mir das ja sparen können. Ich speichere erstmal schnell ab hier. Die Ogre sind fertig. Dann werden wir die nochmal schnell. Oder machen wir es in dem nächsten Video? Ne, das mache ich jetzt noch. Da können wir ja bedenkenlos hier einfach mal. Einen zusammenstellen. So, was machen wir am besten? Schildkapsel, Zielkapsel, dann hier oben. Wofür ist hier oben Platz? Autokanone oder Laser oder Autokanone? Autokanone. Nehmen wir hier so einen mittleren Laser, würde ich denken. Hier vorne Turbokapsel rein. Was passt hier oben noch? Eine Flux. Flux oder Plasmakanone? Das ist jetzt die Frage. Ach, dort unten kann ich auch noch was, aber naja. Ah, ich kann die Flux auch hier an die Seite. Dann machen wir die Flux hier an die Seite. Hier oben eine Plasma dran. Und dann hier der Laser. Das ist jetzt die fieste Kampfmaschine hier.
So, der kriegt jetzt den. So, erstmal alles reparieren. So, und dann können wir nämlich den hier. Ach so, jetzt habe ich den falschen abgerüstet. Das ist natürlich jetzt... nicht so toll. Ach, wo wir schon mal dabei sind, machen wir direkt alle. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal. Alle hier mit entsprechenden Sachen auszurüsten. Mit dem neuesten der neuesten Technik. So, alles jetzt raus hier. Ach, der Logan hat ja dort noch irgendwas. So, und jetzt, der muss auch noch weg. Achso, ich kann eigentlich auch einfach so hier. So. Verschrotten. Verschrotten. Achso, jetzt fehlt mir noch ein Ogre. Bauen wir noch schnell ein und naja, da muss ich halt jetzt. Okay, wir rüsten erstmal hier auf. Der kriegt auch Zielkapsel, Schildkapsel, Turbo und dann hier die Zielkapsel ran. Laser, Laser. Elektropuls kriegt der hier mal. Und eine 50 mm Autokanone. Hat er noch irgendwo Platz für was? Hier oben. Teilchenstrahl. So, das kriegt der Braxton, die alte Potsau. Und dann haben wir ihn noch. Der muss erstmal auf das Kapselgedöns hier verzichten. Kriegt er stattdessen Raketenwerfer ran. Ach, hier habe ich die Plasmakanone bei mir dort oben. Ich wollte schon sagen. Habe ich das jetzt vergessen? Nee, habe ich nicht. Der kriegt auch hier Autokanone und Laser. Autokanone, Laser. Teilchenstrahl 2. Dann hier oben noch. Ah ja, komm, Autokanone. Oder haben wir was für elektrische Gegenmaßnahmen? Hat er auch noch. Cool. Naja, machen wir den mal so ähnlich wie den hier. Hier oben passt nichts mehr rein. Den kriegt jetzt der Pierce. Und jetzt für Logan müssen wir dann halt hier den nochmal wieder aufbauen. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Tut mir leid, dass wir jetzt den hier wieder aufbauen müssen. Und ja, speichern nochmal. Und dann sage ich einfach mal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.